Hallo Leute, hier ist der Max und die meisten von euch werden es, denke ich, gar nicht mitbekommen haben, aber am 31.12.2020 war ein zumindest für mich persönlich echt historischer Tag, denn das war der Zeitpunkt, wo Flash endgültig end of life geht, wo Flash endgültig hinüber ist, es fliegt aus allen Browsern raus, sogar Adobe selbst sagt, man soll den ganzen Kram, also sie empfehlen es ganz stark, den Leuten zu deinstallieren. Und es gibt auch Warnings und Warnungen und alles Mögliche, dass man den Kram jetzt endgültig runterschmeißen soll. Und das ist was, da warte ich schon persönlich ziemlich lange drauf. Jetzt werden sich natürlich die ein oder anderen Leute fragen, okay, was ist mit den alten Flash-Spielen? Dazu kann ich sagen, ich zeige euch am Ende des Videos was, wo ihr eine riesen Flash-Spiele-Datenbank runterladen könnt, beziehungsweise in den Launcher runterladen könnt, wo ihr die ganzen Flash-Spiele offline spielen könnt. Ist eigentlich ein ziemlich cooles Projekt. Aber jetzt will ich mich nochmal kurz dazu auslassen, so ein bisschen über Flash generell. Denn es gab eigentlich neben Flash keine Sache, die mir ein unsichereres Gefühl im Internet gegeben hat. Neben vielleicht noch sowas wie Java Applets oder sowas. Java Applets war ja auch so eine Ausgeburt der Hölle, aber ganz dicht gefolgt von Flash. Und glücklicherweise ist Flash schon lange nicht mehr wirklich relevant. Also es macht wenig Unterschied, ob Flash jetzt wirklich jetzt endgültig tot ist oder die letzten, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre schon mehr oder weniger tot war. Denn das wurde nach und nach ersetzt eben durch Sachen, die im Browser eingebaut sind mit HTML5, HLS-Streaming. Man kann auch immer mehr 2D, 3D beschleunigte Sachen im Browser machen mit WebGL, WebGPU. Bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, ich könnte mal ein Video machen von Technologien, wo ich denke, dass die 2021 richtig abgehen. Und da ist WebAssembly mit WebGPU auf jeden Fall eins davon. Könnte ich machen, glaube ich, mache ich. Wenn ihr sehen wollt, könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, das wäre mal eine ganz gute Sache. Da kann ich mich ein bisschen drüber auslassen, was ich denke, was so 2021 richtig relevant geht oder richtig gut abgehen wird. Und dementsprechend, wie gesagt, um auf Flash zurückzukommen, man braucht es ja eigentlich eh schon eine ganze Weile nicht mehr. Twitch war eines der letzten Seiten, die den ganzen Kram regelmäßig noch benutzt haben, aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Das hat mich bei Twitch immer genervt, dass ich für Twitch, also Twitch war die letzte Seite, aber wie gesagt auch schon 3 Jahre oder so her, wo ich noch Flash installieren muss. Ich habe es sehr ungern gemacht. Ich weiß nur, ich habe damals extra einen zusätzlichen Browser installiert, nur für Twitch, nur mit Flash. Solche Sachen. Ich wollte es nicht mehr haben. So, geh mir weg, Alter. Flash, bloß nicht. Und ich finde, am besten noch früher, wenn du einen Browser hattest, IE6 mit Java-Applets, Java-Plugin und Flash. Ja, da ist kein Wunder, dass du die alle... Und das Ganze am besten auch unter Windows XP VSP 1. Das ist ja kein Wunder, dass du die da alle 5 Minuten irgendeinen Crap eingefangen hast. Und ich muss sagen, das ist eine der, meiner Meinung nach zumindest, eine der großen Errungenschaften von Steve Jobs und Apple, dass Flash jetzt endgültig vorbei ist. Vielleicht hätten wir sonst Flash noch viel länger. Weil Steve Jobs und Apple haben damals gesagt, als das iPhone neu war, der Kram kommt uns nicht in die Tüte. Und ihr kennt mich ja mittlerweile, ich bin jemand, der Meinung ist, Fanboyen an sich ist sinnlos, ja. Das erlaubt den großen Unternehmen eigentlich bloß mit Blödsinn durchzukommen. Also sprich, es ist mir egal, ob AMD, Intel, Nvidia oder eben auch PlayStation, Xbox oder halt Android oder iOS. Das heißt, ich habe genug Dinger zu meckern bei iOS, ich habe genug Dinger zu meckern bei Android. Aber im Umkehrschluss muss man, denke ich, auch sagen, was gut ist. Und das war wirklich eine sehr gute Sache, dass sie damals gesagt haben, der Mist kommt uns bei einem iPhone nicht in die Tüte. Und das war der Anfang vom Ende von Flash. Wenn man sich mal, ich zeige euch mal den Market Share einblenden, wie das sich aktuell so verteilt. Natürlich wusste man das nicht von Anfang an, aber man sieht, iOS ist einfach ein Riesending. Ja? Android ist natürlich mehr, so dicht gefolgt von Windows, so ungefähr gleich auf, aber iOS ist auch nicht zu unterschätzen. Und wie gesagt, meiner Meinung nach war das der Anfang vom Ende von Flash, als sie das damals gesagt haben. Und Steve Jobs hat ja auch einen riesenlangen Rant mal verfasst über Apple, nicht über Apple, über Apple bestimmt auch, aber über Flash hat er einen riesen Rant-Post verfasst, wo er sich drüber aufgeregt hat. Und ich glaube, es ist wirklich zum größten Teil Apple zu verdanken, dass Flash jetzt endgültig hinüber ist, was meiner Meinung nach auch eine wunderbare Geschichte ist. Und wie gesagt, Flash war berühmt für Sicherheitslücken. Ich habe jetzt nur mal hier nicht repräsentativ, weil es gab sicherlich noch viel mehr, mal so 2 Security Databases aufgemacht. Wenn man hier durchscrollt, Leute, Flash-Sicherheitslücken bis zum Schluss, bis 2020. Wenn man hier durchscrollt, das sind
glaube, um die 1200 Sicherheitslücken geht los hier 2002. Und wahrscheinlich sind es bei weitem auch nicht alle. Und weil hier haben wir bis zu 22 Seiten Flash-Sicherheitslücken. Meine Güte, ey. Also man sieht, Flash war wirklich nicht ohne, was das angeht. Und ja, nochmal eine Sache zu Apple, was mir gerade einfällt. Kann sich noch irgendjemand dran erinnern? Ich gebe zu, jetzt ein bisschen merkwürdige Überleitung, aber ist mir jetzt gerade eingefallen, wo ich gesagt habe, Anfänge vom iPhone. Kann sich noch jemand dran erinnern, als das iPhone-Betriebssystem noch nicht iOS hieß? iOS war damals das Betriebssystem von Cisco Netzwerk-Hardware. Vielleicht, Leute, würde mich echt mal interessieren, schreibt es mal in die Kommentare, falls noch irgendwie Oldschool-Netzwerke am Start sind, die sich noch dran erinnern können, als iOS noch ein Cisco-Betriebssystem war und noch nicht jeder an Apple gedacht hat. Ich glaube, die haben sich die Namensrechte dann relativ schnell gekauft, gesichert, wie auch immer. Und jetzt ist iOS eigentlich für alle ziemlich klar, ja, iOS gleich Apple. Ist mir nur so gerade nebenbei eingefallen. Und es gibt ein paar Projekte, die darauf abzielen, das Ganze zu erhalten. Zum Beispiel gibt es hier einmal auf GitHub einen Flash-Emulator, Ruffle. Das Ganze ist programmiert mit Rust. Und wenn man sich mal so eine Demo anguckt, sieht man, okay, man kann wirklich irgendwelche Flash-Dinger spielen und das Ganze... Oh, ach du Scheiße, was ist das denn für eine... Meine Güte, wie das laggt. Monka S. Das ist ja der Wahnsinn. Cineastische 24, das sind noch nicht mal 24, 12 FPS oder so. Aber wir wissen ja alle, das menschliche Auge kann eh nicht über 12 FPS sehen. Deswegen hat man ja auch zwei, ist ja ganz logisch. Weiß ja jeder, ist ja allgemein bekannt. Ja, solche Projekte gibt's. Also sprich, es gibt die Bestrebung, dass man die alten Flash-Spiele erhält. Und tja, außer alle, die Farmville spielen, die haben jetzt Pech. Das Ganze wurde auch zum 31. eingestellt. Ich habe es vorhin versucht aufzumachen, funktioniert nicht mehr. Farmville war ja so das Ding, wo man sich 2014 oder so drüber aufgeregt hat. So, oh nein, Farmville, Facebook Gaming, der ganze Kram wurde für Millionen verkauft und sonst was. Und das dürfte so die Hochzeit von Flash Games gewesen sein, so als Farmville richtig angesagt war. Mittlerweile hat den Kram, glaube ich, auch so kaum noch einer gespielt. So, und das waren meine 5 Cent zum Thema Flash. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr alte Flash Games spielen könnt. Und zwar, wie gesagt, einmal gibt es den Rust Emulator. Ich switch mal rüber in meine Windows VM. So, und zwar gibt es hier dieses Projekt. Blue Maximas Flashpoint, das Ganze ist übrigens auch ein GitHub-Projekt, also wer sich mal den Source Code und die Sachen angucken will. Das besteht aus zwei Komponenten. Einmal einem Launcher mit einer Datenbank mit jede Menge Flash-Games drin. Ihr solltet das hier runterladen, weil die Ultimate-Variante enthält alle Flash-Spiele, die es gibt, also die bei Ihnen in der Datenbank sind, ist halt relativ groß. Und das hier ist nur der Launcher, der die Spiele runterlädt, wenn man sie spielen will, ja. Also man kann das Ganze runterladen, installieren. Wenn man das dann startet, bekommt man so einen Launcher, keine Ahnung, ein bisschen wie Steam oder GOG oder sonst was. Und dann kann man danach den üblichen Verdächtigen suchen. Es gab zum Beispiel in Flash, habe ich früher auch recht gerne gespielt, so sinnlose Sachen wie diese ganzen 3 Milliarden Mario-Klons, die es sowas gibt. Ja, guck mal, hier, wollte ich schon immer mal spielen. Mario im Einkaufswagen. Wunderbar. Excellent. Play. Und man sieht, funktioniert auch mit Sound. Es läuft sogar in der VM relativ passabel. Ja, natürlich. Offiziell von Nintendo lizenziertes Mario-Artwork. Garantiert mit Sicherheit. Okay, Start. Ja, wer wollte das noch nicht? Mal Mario in einem Einkaufswagen über Rainbow Road fahren lassen. Übrigens, eins. Boah, meine Güte. Ja, äußerst fragwürdige Grafik auch. Aber so waren halt viele Flash-Games. Ich meine, Flash, ich will mal gucken, ob man rausspringen kann. Viele Flash-Games standen jetzt nicht unbedingt für... Nein, man kann nicht rausfliegen. Für absolut umwerfende Qualität. Wobei es auch viele coole gab. Man darf nicht vergessen, dass Super Meat Boy zum Beispiel als Flash-Game angefangen hat. Binding of Isaac hat, glaube ich, auch als Flash-Game angefangen. Und gibt noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel eine Sache, die muss ich jetzt nochmal kurz zeigen. Dafür muss jetzt Zeit sein. Wie hieß das denn? QWOP, genau. Ich denke mit Grausen an dieses Game. Das ist von dem gleichen Dude, der auch Getting Over It gemacht hat. Bennett Foddy oder so heißt der Kerl. Das ist Getting Over It, ist das Ding mit dem Typ im Kessel und dem Hammer, wo die Leute alle wie verrückt drauf reacted haben und das mal ganz groß war für kurze Zeit. Und man sieht schon, das ist der gleiche Müll, ja.
Alter, ich habe Horrormensch. Ich kann nicht mehr schlafen heute Nacht wahrscheinlich, wenn ich an dieses Game denke. Aber, oh, nee, ich kann es auch nicht mehr. Ich konnte das mal ganz, ganz brauchbar früher, als man sowas noch tagtäglich im Browser gespielt hat. Aber wie gesagt, 2008 sieht man schon. Das ist auch schon ein bisschen her. Und das Coole ist, man kann sich hier die ganzen ollen Flash-Games, die sie in ihrer Datenbank haben, angucken und spielen. Wahrscheinlich mache ich euch auch ein bisschen Flash-Game im Hintergrund. Einfach, dass ein bisschen was passiert. Ein bisschen langweilig, mir die ganze Zeit im Browser zuzugucken, wie ich rumklicke. Und das heißt, wenn jemand Bock hat noch auf altes Flash-Zeug, ladet euch den Kram runter, installiert es euch. Ihr braucht dazu keine Internetverbindung oder sonst was. Also, nachdem ihr das Spiel runtergeladen habt natürlich. Und das heißt, im Umkehrschluss, auch wenn es Spiele sind mit Microtransactions drin, wie beispielsweise irgendwelche alten Tower-Defense-Games, dann ist das schwierig, weil dann kann sich nicht zum Online-Dienst connecten. Aber wer da so eine gewisse Nostalgieader hat für so Oldschool-Flash-Games, der kann sich hier austoben und hat dann sicherlich, wow, fuck, sicherlich auch viel Spaß mit. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mein Nachruf auf Flash. Würde mich mal interessieren, wie ihr die Zeit erlebt habt. Ich denke, von euch waren bestimmt auch die ein oder anderen dabei. Also, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. See you.